Wir sind chirurgisch tätig als Hals-Nasen-Ohren-Klinik. Wir verstehen uns als Kopf- und Halschirurgen und haben sehr viel mit Tumorpatienten zu tun. Alle unsere Patienten durchlaufen das onkologische Zentrum. Das heißt also, wir stellen alle unsere Patienten vor der Therapie und auch nach der Therapie im onkologischen Zentrum vor und besprechen mit den anderen Fachdisziplinen, also den Radio-Onkologen und auch den Onkologen, die Therapiestrategien und hoffen so, das bestmögliche Ergebnis für die Patienten zu erzielen. Unser Teil ist ein chirurgischer Teil. Welchen Vorteil haben die Patienten? Fachrichtungen. Die Patienten profitieren von unserer Professionalität. Das heißt, wir repräsentieren als Kopf- und Halschirurgen nur einen Teil der onkologischen Behandlungskette. Das heißt also, Strahlentherapeuten und medizinische Onkologen kommen ebenfalls mit und behandeln die Patienten zusätzlich zu uns. Wir machen den chirurgischen Teil der Behandlung und die notwendige zusätzliche Behandlung wird dann eben durch die vorgenannten Fachdisziplinen mit abgedeckt. Ich habe jetzt. Ja, mit Sicherheit hat es große Fortschritte gegeben, was vor allem die chirurgische Therapie anbelangt. Hier ist es in den letzten Jahren zu immer besseren Rekonstruktionsmöglichkeiten gekommen. Also wir verwenden viele Lappen, freie und auch gestielte Lappen, um die Regionen, die wir vorher chirurgisch angegangen sind, auch zu rekonstruieren, sodass also die Lebensqualität der Patienten dadurch, dass wichtige Funktionen wiederhergestellt werden, gehalten wird. Und da würden wir im chirurgischen Bereich die großen Veränderungen und Fortschritte sehen. Ja, bei der Heilung ist es so, je früher ein Patient zu uns kommt, desto besser ist es. Finden wir einen Tumor relativ früh, also reagiert der Patient sehr früh auf seine Symptome, so hat er eine sehr gute Heilungschance. Wenn die Tumoren weit fortgeschritten sind, ist die Heilung dementsprechend schlechter. Und die chirurgischen Maßnahmen sind dann natürlich auch eingeschränkter. Das muss man ganz ehrlich sagen. Klar. Heutzutage. Ein Patient, der zu uns kommt, der wird üblicherweise vom Hals-Nasen-Ohren-Arzt zu uns geschickt. Der hat bei sich Erstsymptome wie beispielsweise Heiserkeit oder Schluckstörungen bemerkt und hat deswegen einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt aufgesucht. Diese Symptome sind nicht zu vernachlässigen und man sollte als Patient sofort darauf reagieren und das Hals-Nasen-Ohren ärztlich abklären lassen, damit eben die Möglichkeiten der Behandlung möglichst früh ergriffen werden. Und dann hat der Patient gute Aussichten, dass man ihm deutlich helfen kann.